3 Mana ist, glaube ich, bisher das höchste, was ich an Mana-Rack hätte. Jo. Dann nehmen wir das, packen das da rein. Fackeln da einfach nicht lange. So, haben wir das? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Dann können wir jetzt gehen. Der eigentlichen Quest hinterher. So, da aber ganz kurz gucken auf Ebene 23. Da sind wir. Da finden wir auch den nächsten Quest-Mob. Hallo. Ich glaube, ich habe da nichts getroffen, was wirklich für mich relevant war, ja. Ja. Mal hier ist jede Menge Zeug gedroppt, aber nichts von dem, was ich wirklich haben will. Wie immer. Und ich habe keine Ahnung, wo ich als erstes lang gehen soll. Ah, da haben wir das, dieses Ember-Loot-Gedöns, was der Typ haben wollte. Sehr, sehr schön. Dann machen wir jetzt erstmal hier sowas. Geben das gleich erstmal ab. Bevor wir irgendwas anderes machen, erstmal das machen. So. Erfahrungspunkte. Und gleich die nächste annehmen. Adamant Ember. Finden wir auf der nächsten Ebene. Also, auf der. Im nächsten Biombereich, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So, weiter im Text. Also das Zeug macht gut Schaden. Kann ich nicht anders sagen. Da liegen die Dinger sehr schnell im Dreck. Ach, guck mal, habe ich die Quest auch gleich fertig. Und es ist so auch echt kaum noch ein Problem, die Viecher so zu attackieren, auch wenn sie auf einer anderen Ebene sind. Interessant, interessant. Interessant. Würde der Französische sagen? Der Französische vor allem, ja. Hallo. War das die nächste? 25? Jo. Heißt, nächste Ebene haben wir erstmal wieder Boss-Time. Wie es zu erwarten war. Okay. Also, langsam entwickeln wir uns zu einem... einen guten Kämpfer. Abgesehen von der Tatsache, dass wir nichts aushalten. Wie immer. Wie immer, wenn ich RPGs spiele. So. Ist noch weit, bestimmt. So wie ich mich kenne, bestimmt. Was willst du denn da hinten? Also man merkt schon, dass wir auch mehr Schaden machen, allein hier von der Katze. Was die an zusätzlichen Minion-Schaden jetzt macht. Level Up haben wir auch, das heißt, wir können jetzt den Rechtsklick hier aufs Maximum pumpen. Ja, komm, hier. Zack. Und machen wir 208% Schaden. Geht. Next Level 11. Es gibt kein Next Level 11. Okay, machen wir nur 196% Schaden. Aber es ist immer noch sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ich war es nicht. Okay, vielleicht ein bisschen. Oh Gott. Ein Goldportal. Das kennt man sonst noch aus Diablo von den Goldgoblins. It is real. It is real.
glaube, ich habe alles gepult. Oh Gott. Oh, wie immer. Aber ich kann das auch sehr, sehr oft einsetzen. Ausgesetzt, ich habe genug Mana. Das ist saugut. Saugut. Guck dir das an. Wie die Gegner einfach nur umfallen. Keine Chance. Ja gut, das war der Sisse. Wow. Einfach nur wow. Wenn wir das noch weiter ausbauen können, das können wir bis zu Level 10 ausbauen. Weiß gar nicht, wann ist denn hier das nächste? Ich habe keine Ahnung. Erstmal sowieso wieder ein bisschen was der Katze geben. 6 Poison Damage, aber helfen wir erstmal. Das kann weg, das kann weg. Nehmen wir eine Karte. Müssen wir halt mal angucken bei Gelegenheit. Das ist Schrott, Schrott. War ja klar. Ist für Level 29. Weg. Weg. Nee. Denkt man immer, ja, Brustrüstung mit mehr Rüstung und sowas, ne? Aber nee. Einfach nur nee. Da fallen die Gegner schon runter. Klingt komisch, ist aber so. Also das war, ne, ein nettes Portal hier. Oh, ein Cursed Sword. Es hat tot. Hat uns zwar mit dem Fluch belegt, aber was soll's. Alles meins, 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 meins. Geldtechnisch war das gut. Kann ich nicht anders sagen, das war gut. So. Wieder gleich abgeben, was wir hier zu viel haben. Muss ich das gleich nicht tun? Weg. Brauche ich nicht. Das auch nicht. Ab durchs Portal. Lass mich wieder dahin bringen, wo ich herkomme, hoffe ich. Jupp. Einfach weggesnackt. Ja, da ist nichts los. Schau mal an hier. Wann können wir denn das nächste gehen? 26 tatsächlich. Also das können wir schon skillen. Sobald wir wieder ein Level-Up haben. Oder Fame sich increased. Ne? Weiß gar nicht, wie hoch ist mein Fame-Level? Oh, im Bälde. Wahrscheinlich noch vom Level ab. Je nachdem, wie viele Ramobs es hier gibt. So wie immer. Adios! Das sind wenigstens Gegner, weißt du, die kann ich hier vernünftig bezwingen. Nicht so wie auf der Zusatzebene da mit dem Schatz suchen und so. So. Ja, mal wieder. Okay. Alles töten, bevor ich getötet werde. So. Katze geben. Katze kann weg. Ganz kurz. Katze heilen. Katze weg. Derzeit identifizieren wir mal eben schnell hier. Was ist das? Ein seltener Crossbow. Aha. Der letzte war ja... Meh. Was ist das eigentlich? Fastest Attack Speed. Also von der Geschwindigkeit her. Das hat mich gerade interessiert. Ja.
Du bist Overburn, was soll ich denn sagen? 1200 Gold. Was soll ich sagen? So. Da brauche ich eigentlich nur mal Flächeneffekte machen und das rockt schon richtig. Wie viel mehr Schaden machen wir denn dann? Boah. Circa 30 mehr. 30 bis 40 Schaden mehr. Das ist eine Menge. Wenn man das dann, ne, hochskalieren lässt auf Level 10 und so. Vom Skill her. Das wird richtig die Bude rocken. Hoffe ich zumindest. Setzt du da jetzt mal ein ganzes Vertrauen rein. Klingt klingonisch, ist aber so. Das ist eine Goblin-Klappe. Muss auch alle schön reinrennen. Was willst du denn? Mann, Mann, Mann hier. Geht's hier weiter? Bin mir unsicher. Könnte sein, kann auch nicht sein. Und zu dir sage ich jetzt einfach mal ja. Das heißt, wir gehen erstmal da unten lang. Schauen wir mal, was da noch so ist. Ich hoffe nicht so viel. Das ist ein Horn. Achso, das dreht die Brücke. Dann glaube ich, fast hier geht es weiter. Oder auch nicht. Einfach im Flächeneffekt reinstellen. Die machen ja alle nichts. Zum Glück. Ja. Übertreiben Sie es mal nicht, ja? Das bisschen hier. Die Sockelsteine nehmen halt wirklich so viel Platz weg. Das ist echt ekelhaft. Und ich mag die halt auch nicht verkaufen. Außer es ist wirklich was Schäbiges. Das hier zum Beispiel weg damit. Ja, also mit 5 Maler ist schon was Vernünftiges. 6 Maler ist auch was Vernünftiges. Das ist Schrott. Das kann auch weg. Ich niemals nutzen. Ja, komm. Schick die Katze nach Hause. Okay. Die Katze braucht er aus dubiosen Gründen nicht zu lange. Ich glaube wegen den Schuhen, ne? Ja, die Schuhe sind schuld, dass halt die Katze nicht so lange braucht. Macht Sinn, weil ich Schuhe trage, ist die Katze schneller. Ist halt epic. Ja, irgendwo muss man sowas machen. So, was haben wir da? Schrott. Was haben wir da? Noch mehr Schrott. Könnte die Katze eigentlich in der Zwischenzeit hier... Oh, verkaufen. Verkaufen. So. Die mal mit ihrem Uncharge, ne? Krieg ich auch einen Föhn. Ja. Das habe ich aber auch erwartet, dass mein Pet returnt. So. Also schadenstechnisch haben die Gegner keine Chance. Nur halt, wenn sie zu nah an mich ran sind. Dann könnten sie mich eventuell in die Luft jagen. Nur eventuell.
So. Warte mal, kann ich hier mal... Bin mir nicht sicher, ob da irgendwie was gewirkt hat. Also jetzt ja. Sollst du nicht daneben schießen, sollst du schon treffen. Okay, hier komme ich her. Nix da, brauchst gar nicht so rumschreien, dass du explodieren willst. Wie er mir, so ich ihm. So, und da geht's hinunter. Die nächste Ebene.